Hallo ihr Lieben, viele von euch haben sich ein 10 Facts, 20 Facts, 50 Facts Video von mir gewünscht und ich habe ein ganz normales Faktenvideo ja auch schon mal gemacht. Deshalb gibt es heute die Riders Edition. Wie viele Fakten es genau werden, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich fange jetzt einfach mal an. Mein allererstes Pflegepferd, das war ein riesengroßer weißer Schimmel, viel Blut drin und der hieß Demokrat. Ich fühle mich mehr im Springsattel zu Hause als im Dressursattel. Ich finde es zwar total wichtig, dass ein Pferd dressurmäßig gut ausgebildet ist und mir macht es tatsächlich auch inzwischen Spaß, Dressur zu reiten und Dressurturniere zu reiten, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich immer für einen Springsattel entscheiden. Das Verrückteste, was ich je auf einem Turnier gemacht habe, war, eine Kür komplett ohne Vorbereitung zu reiten. Wir haben uns in der L-Dressur platziert und damit eben auch für die Kür qualifiziert und ich hatte damit absolut nicht gerechnet. Ich hatte weder Musik, noch hatte ich einen Plan, was man reiten muss. Und das habe ich dann zusammen mit einem ganz, ganz lieben Mädchen und ihrem Papa, mit der Julia, hallo Julia, Grüße an dieser Stelle, auf dem Abreiteplatz bzw. auf dem Hängerparkplatz irgendwie zusammengeschustert. Die hat mir dann eine Musik von sich gegeben, weil die mehrere Küren hatte, hat mir gesagt, was ich alles reiten muss. Und ja, das habe ich dann angemeldet, habe eben die Musik abgegeben und bin komplett blind in diese Prüfung reingeritten. Ich habe dann versucht, irgendwie alle Figuren zu zeigen, die man zeigen muss und habe versucht, mich an die Musik zu erinnern. Und mein Schlussbild war, dass ich irgendwo aus der Ecke raus, weil ich gemerkt habe, die Musik geht zu Ende, irgendwie so im totalen Stechmitteltrab Richtung Richter gedüsen bin, da dann angehalten habe, gegrüßt habe und ich bin nicht Letzte geworden. Mein kleines Hufeisen habe ich damals auf einem dunkelbraunen Pony gemacht und das hieß Bingo. Ich gebe zu, ich bin ein kleiner Spießer. Ich bin Dressurprüfungen immer mit Plastron geritten. Okay, ich bin ein Riesenspießer, ich bin sogar Stilspringprüfung mit Plastron geritten. Irgendwie fand ich das immer ganz hübsch, vor allem in der Dressur. Ob ich jetzt heute alle Springprüfungen immer noch damit reiten würde, weiß ich nicht. Aber ich finde, in der Dressur gehört ein Plastron dazu. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer lieber braunes Lederzeug nehmen, anstatt schwarzem Lederzeug. Mein Dressursattel ist leider schwarz, der passt uns halt einfach. Aber alles andere Lederzeug habe ich eigentlich in braun. Ich finde, es sieht einfach irgendwie schöner aus und ich finde, es passt auch einfach zu Wölbchens Fellfarbe. Mein Hängerführerschein, den habe ich separat gemacht, einige Jahre nach meinem Führerschein. Und das hat alles super geklappt mit dem Hängerfahren. Ich habe da so einen Intensivkurs gemacht und der Fahrlehrer war auch total happy, auch wie ich irgendwie rückwärts eingepackt habe mit dem Hänger. Aber der meinte zu mir, Hängerfahren ist nicht so das Thema, aber können Sie mal ordentlich Auto fahren? Ich bin beim Autofahren so ein kleiner Chaot, ich fahre immer zu schnell und so. Und da ich natürlich dann hinten kein Pferd drin hatte, bin ich damit auch relativ rasant gefahren. Aber ich habe meine Hängerfahrprüfung sehr gut bestanden. Und lustigerweise bin ich, sobald ein Pferd im Hänger steht, wirklich der Oberpimsch. Ich glaube, alle Leute, die hinter mir fahren, hassen mich, weil ich halt so vorsichtig durch Kurven fahre. Weil ich finde einfach, man hat da ein verdammt teures, wichtiges Gut auf dem Hänger und dementsprechend sollte man auch vorsichtig fahren. Als Kind habe ich immer Urlaub auf dem Reiterhof gemacht und zwar auf dem Seehof Reuter. Und ich bin total gespannt, ob einer von euch den kennt. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da schon mal wart, ob ihr davon schon mal gehört habt. Weil für mich waren das einfach die aller schönsten Ferien. Ich reite fast immer mit Handschuhen. Ich kann natürlich ohne Handschuhe reiten, aber ich kriege irgendwie sofort Blasen an den Händen und ja, ich mag das einfach und deshalb reite ich eigentlich fast immer mit Handschuhen. Bei Reithosen gibt es ja welche mit Kniebesatz und mit Vollbesatz und ich war immer diejenige, die mit Vollbesatz geritten ist. Irgendwie hatte ich bei Kniebesatz immer so das Gefühl, dass mein Hintern so im Sattel rutscht. Also fürs Springen würde das noch gehen, aber gerade in der Dressur beim Aussitzen wollte ich irgendwie immer eine Reithose mit Vollbesatz haben. Die Reitschule, in der ich reiten gelernt habe, das ist der Reitstall Tempel. Der liegt in der Nähe von Kempen. Da habe ich so meine ersten Stunden auf dem Pferd gedreht und habe dann später in eine andere Reitschule gewechselt. Und der Stall hieß Gestüt Taliho. Zum Turnier fahre ich tatsächlich am liebsten alleine. Also es gab so ein paar Leute, die habe ich gerne mitgenommen, aber mir hat das nie was ausgemacht, irgendwie alleine zu fahren. Weil dann war ich immer mit Wölbchen irgendwie so... Ja, wir waren so unter uns und dann konnte ich mich auf alles konzentrieren. Auch beim Springen, man findet ja immer jemanden, der einem beim Abspringen hilft oder der das Pferd festhält, wenn man den Parcours abgeht. Aber ich muss sagen, ich bin nicht ungern mit ihr alleine gefahren, weil ich hatte dann irgendwie so das Gefühl, dass Wölbchen und ich so ein Team waren und es hat mir immer Spaß gemacht. Ich bin noch nie in meinem Leben Western geritten, aber das wird sich bald ändern. Wenn ich mir ein Pferd bauen müsste oder aussuchen müsste, ich würde immer das kleinere, kompaktere Pferd mit viel Blut dem Pferd vorziehen, was vielleicht groß ist, so stabil ist und dann eher so ein bisschen gemütlich.
Also ich mag das, wenn die nicht so riesig sind. So 1,64, 1,68 ist die ideale Größe für mich. Und dann eben nicht so festgebaut, sondern eher so ein bisschen blütrig, mit ein bisschen einem eigenen Kopf und ja vor allem ausreichend Temperament. Früher war meine absolute Lieblingsfellfarbe Schimmel. Ich wollte unbedingt, unbedingt, unbedingt einen Schimmel haben. Und was ich auf keinen Fall wollte, war ein Fuchs. Jetzt habe ich einen Fuchs und lustigerweise hat sich das für mich total verändert, weil auch wenn ich jetzt irgendwie auf Turnieren oder so schaue, ich schaue immer nach den Füchsen und ich würde mir auch jederzeit wieder einen Fuchs aussuchen. Ich finde die Farbe einfach wunderschön inzwischen. Einen Schimmel würde ich auch noch nehmen. Ich bin nicht so das Mädel für Dunkelbraune oder für Rappen. Ist nicht so meins. Aber Schimmel oder Fuchs jederzeit. Ich reite lieber auf dem Platz als in der Halle. Ich finde, dass die Pferde da aufmerksamer sind meist und irgendwie von alleine lieber laufen. Außerdem ist es schön, draußen in der Natur zu sein. Es sei denn, es ist so kalt wie jetzt, dann friert man sich nämlich gehörig den Hintern ab. Seht ihr eigentlich, wie kalt es ist? Es ist eiskalt. Wölbchen ist mein allererstes eigenes Pferd. Mein Traum ist es, mit dem Wölbchen irgendwann nochmal in den Urlaub zu fahren und dann auch irgendwo ans Wasser zu fahren, wo ich mit ihr einmal so am Strand entlang durch die Wellen galoppieren kann. So ihr Lieben, es wird irgendwie immer kälter, es wird auch immer dunkler und das Wölbchen, das hat jetzt glaube ich auch langsam mal genug Heu gefuttert. Lustigerweise sackt auch mein Stativ gerade so zusammen, ne? Das Bild wird irgendwie immer schiefer. Naja, ihr seht, es ist Zeit, dieses Video zu beenden. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Denkt dran, mir ein Abo dazulassen, dann verpasst ihr kein Video mehr und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Die fällt jetzt wirklich um, die fällt um, fällt die wirklich um?